Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Rotunde-Talk in der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich bin Udo Hahn. Mein Gast heute ist die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner. Ich freue mich, dass Sie hier sind, liebe Frau Aigner. Lieber Herr Hahn, herzlich gerne. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist im Augenblick auf der Tagesordnung das alles beherrschende Thema. Wir werden gleich uns darüber auch ausführlich unterhalten. Zu Beginn des Gesprächs möchte ich Sie aber fragen, wie es Ihnen denn persönlich ergangen ist in der Phase des Lockdowns. Ja, also für mich, und ich glaube, das gilt für fast jeden Politiker gleich, war das ein ziemlich harter Cut, weil von heute auf morgen praktisch die normalen Veranstaltungen, die wir haben, die Präsenz im ganzen Land, die Abendtermine, die Wochenendetermine deutlich heruntergefahren bis gar nicht mehr vorhanden waren. Also das war schon mal eine ziemliche Umstellung, mit dem muss man erstmal umgehen, man ist es nicht gewohnt, ich mache das seit 30 Jahren und das muss man erstmal verarbeiten. Das ist aber nur die eine Geschichte. Das zweite war natürlich ganz im privaten Bereich, dass viele Kontakte, die man halt so schätzt und liebt, nicht mehr möglich waren. Meine Mutter ist im Seniorenheim, da konnte ich natürlich auch nicht mehr rein. Da durfte ich dann wieder Briefe bzw. E-Mails schreiben, die ihr dann vorgelesen wurden. Enge Freunde, die man einfach nicht mehr sehen kann, weil sie nicht im eigenen Hausstand sind. Also da hat schon vieles verändert. Aber vielleicht gerade deshalb weiß man eigentlich wieder, wie wertvoll sowas ist, diese direkten Kontakte, und dass die schönste Technologie und die schönste Videoschalte das nicht ersetzen kann, wenn man mit jemandem gemeinsam etwas unternimmt. Was wir in Deutschland und weltweit erlebt haben im ersten Halbjahr 2020, hätte kaum jemand je für möglich gehalten, dass das gesellschaftliche Leben stillstehen könnte, dass Wirtschaft und Handel stillstehen. Inzwischen sind wir ja in den Alltagsbetrieb wieder zurückgekehrt, aber wir sind weit von einer Normalität entfernt, wie wir sie vorher kannten. Wir leben unter den Bedingungen von Corona und ich will mal mit Ihnen einige dieser Bedingungen, unter denen wir leben, diskutieren. Wenn ich es richtig sehe, sind viele Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, die ergriffen wurden, berufen sich auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Auf Länderebene gibt es viele Verordnungen. Das ist von Anfang an auch kritisch diskutiert worden, ob denn das ausreicht, um zu so umfassenden Maßnahmen zu kommen. Was ist denn Ihre Einschätzung? Also ich meine, genau für diese Fälle hat eben das Grundgesetz in dem Artikel 80 dieses vorgesehen, dass man diese föderale Aufteilung auch dahingehend macht, dass die Exekutive handelt in den Ländern, um schneller reagieren zu können, aber dass man die gesetzlichen Grundlage auf der Bundesebene eben Infektionsschutzgesetz auch dementsprechend fasst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die schnelle Reaktion uns auch vor vielen Schwierigkeiten bewahrt hat. Das war ja in den letzten Tagen, bevor dann der Shutdown gekommen ist, schon so, dass man täglich diese Infektionszahlen beobachten konnte, die da nach oben gehen sind, und dieser Dominoeffekt war ja doch sehr intensiv. Und die oberste Maxime war ja immer, wie können wir solche Bilder verhindern wie in Italien oder in anderen Ländern, wo man dann irgendwann auswählen muss, wer bekommt jetzt eine Behandlung in der Intensivstation nicht. Wir sind Gott sei Dank nicht dahin gekommen, aber es ist nicht selbstverständlich gewesen. Und deshalb war Schnelligkeit hier gebot, und das können Sie fast nur über das Regierungshandeln in der Schnelligkeit herstellen. Sie haben die Exekutive schon genannt. Krisen sind immer die Stunde der Exekutive, so heißt es. Die Herzkammer der Demokratie ist aber das Parlament, und wir leben ja in einer parlamentarischen Demokratie. Der Name sagt es schon. Das Parlament hat eine besondere Rolle, eigentlich die Hauptrolle. Wie würden Sie denn die Rolle des Parlaments jetzt in dieser Phase beschreiben? Ja, ich würde sagen, es ist unglaublich viel diskutiert worden. Natürlich, was jetzt Haushaltsgesetzgebung betrifft, ist ja die Kernkompetenz, auch wenn es ums Geld geht, beim Parlament, und da wurde sehr intensiv und deutlich auch diskutiert, aber es wurden auch viele, viele Anträge gestellt. Es hat unzählige Beratungen in den entsprechenden Ausschüssen gegeben, wo die Parlamentarier ihre Meinung eingebracht haben, aber es hat auch informelle Kanäle gegeben. Also zum Beispiel haben wir auch eine Schalte gehabt mit den Fraktionsvorsitzenden, mit den parlamentarischen Geschäftsführern, und es hat auch viele bilaterale Kontakte natürlich zwischen den Regierungsfraktionen und der Regierung, aber wie ich auch weiß, von den Oppositionsfraktionen direkt mit der Regierung gegeben, und wo auch einiges aufgegriffen wurde. Also ganz unkonventionell, so ungewohnt, wie halt diese Krise auch über uns hereingebrochen ist.
Eine der Kernaufgaben des Parlaments ist ja die Kontrolle der Regierung. Wie geht denn so etwas unter Corona-Bedingungen? Ja, da war erstmal wichtig, wie kann man das Parlament am Laufen halten? Und ich würde sagen, wir waren das erste Parlament, das da schnell und zwar übergreifend über alle Fraktionen Regularien hergestellt haben, dass das Parlament weiter tagen kann, mit reduzierter Form und mit all den Möglichkeiten und Schwierigkeiten, die wir da auch hatten. Aber es hat immer getagt. Es ist eine einzige Sitzung ausgefallen, aber ansonsten sind alle Sitzungen stattgefunden und wurde auch, wie gesagt, intensiv diskutiert. Und natürlich hat die Opposition und die Regierungsfraktionen immer Möglichkeiten von Dringlichkeitsanträgen bis hin zur Aktuellen Stunde, bis hin zu Gesetzentwürfen. Sie können ja alles auch dementsprechend einbringen und unterschiedlich wurde davon auch Gebrauch gemacht. Zum Parlament gehören ja auch die Debatten, um die unterschiedlichen Meinungen zu Gehör zu bringen, mit dem Versuch, sich wechselseitig auch zu überzeugen. Wie haben Sie, bleiben wir mal in Bayern, den Bayerischen Landtag denn in den letzten Monaten erlebt? Also es war schon eine andere Situation in dieser akutesten Phase, wo man gemerkt hat, dass die Parteigrenzen eigentlich nicht mehr so die große Rolle spielen und dass es sehr große Übereinstimmung über die Maßnahmen auch gegeben hat, auch Unterstützung, auch artikuliert übrigens im Plenum, dass die Unterstützung von allen Fraktionen eben dementsprechend da war. Und mit je länger sozusagen die Krise war oder dieser Zustand war, desto differenzierter wurde das Bild natürlich dementsprechend. Aber am Anfang war das wirklich eine sehr, sehr einhellige Meinung, weil jeder den Ernst der Lage erkannt hat und wusste, es brennt jetzt wirklich und es geht um nichts weniger als Menschenleben. Damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, sind eine ganze Reihe von Grundrechtseinschränkungen vorgenommen worden und auch hier wurde von Beginn an diskutiert, ob denn diese Einschränkungen verhältnismäßig seien. Der gerade aus dem Amt verabschiedete Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, hat den deutschen Weg als alternativlos bezeichnet. Sein Vorgänger, Hans-Jürgen Papier, monierte, dass der Gesundheitsschutz nicht jeden Eingriff in die Freiheit rechtfertige. Das klingt nach einem klassischen Dilemma. Was also tun, was ist denn Ihre Position? Also generell haben wir ja 20 Grundrechtsartikel im Kern und da wird es auch immer wieder Abwägungsfragen geben. Es gibt aber meines Erachtens einen Grundrechtsartikel, der kann nie zur Debatte stehen und ist absolut zu setzen, ist die Würde des Menschen. Und das ist das, was ich vorher eben gesagt habe, wenn es irgendwann zu der Situation gekommen wäre, zu entscheiden, kriegt jetzt ein 55-Jähriger das Beatmungsgerät oder ist einer mit 70 schon zu alt, dass er das bekommt. Und vor diese Situation Pflegekräfte oder Ärzte stellen zu müssen, finde ich, ist einfach nicht akzeptabel. Und deswegen war das dieses oberste Gebot. Und an dem hat sich eigentlich ziemlich alles ausgerichtet. Und klar sind Einschränkungen der Grundrechte, also Bewegungsfreiheit, was man alles auch hat, mit Sicherheit Maßnahmen, die nur befristet sein können. Und man hat sie auch dann sukzessive zurückgenommen. Immer mit der Vorsicht sozusagen zu beobachten, was passiert jetzt mit den schrittweisen Öffnungen, eskaliert es dann wieder. Das hat sich nicht, Gott sei Dank nicht so herausgestellt, aber man hat es ja nicht zu 100% einschätzen können. Und es gibt manche Maßnahmen, die werden unter Grundrechtseinschränkungen vielleicht im Geiste subsumiert, aber das sind keine Grundrechtseinschränkungen. Ich nenne das Stichwort Maske. Also dadurch habe ich noch keinen Maulkorb. Ich kann mich noch artikulieren, ich kann mich bewegen. Und wenn es dazu dient eben nicht, es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht ja um die anderen zu schützen und diese Eskalation, diesen Dominoeffekt wieder einzugrenzen, dann ist das meines Erachtens keine Einschränkung von Grundrechten, sondern das ist halt ein lästiges Übel, das wir jetzt alle in Kauf nehmen müssen. Aber wenn damit das Problem kontrolliert werden kann, ist das, glaube ich, auch gerechtfertigt. Zu den Erfahrungen der Krise gehört, dass Berufe als systemrelevant identifiziert wurden, die vorher gar nicht unter diesem Gesichtspunkt gewürdigt wurden. Also die Kassiererin im Supermarkt, die Pflegerin, die Krankenschwester, der Paketbote, die Reinigungskraft. Und es ist auch deutlich geworden, dass deren Entlohnung die Bedeutung für das System nicht wirklich widerspiegelt. Was läuft da falsch in unserer Gesellschaft? Also was die Entlohnung selbst betrifft, haben wir ja die Tarifautonomie sozusagen und es hat immer zwei Seiten, es gibt immer Arbeitgeber und Arbeitnehmer und gerade bei allen Systemen, die beitragsfinanziert haben, ist die Lohnerhöhung hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beiträge, das gehört zur Wahrheit dazu und deswegen ist es eine schwierige Geschichte, aber ich glaube, dass wir hier deutlich mehr Wertschätzung brauchen.
Ich bin aber der festen Überzeugung, es geht nicht nur um die monetäre Wertschätzung. Und es wird auch nicht reichen, nur zu applaudieren, wenn alle mal am Fenster stehen, sondern das hat auch was in der gesellschaftlichen Anerkennung zu tun. Und ich mache da immer gerne ein Beispiel. Wenn Eltern über den Beruf ihrer Töchter oder Söhne gefragt werden und jemand mit Stolz dann sagt, meine Tochter ist Pflegerin oder meine Tochter ist Pfleger und mit der gleichen Vehemenz wie als Priester oder als Arzt oder als Banker oder was weiß ich was, dann haben wir es richtig erreicht. Und den Zustand, glaube ich, haben wir nicht zu 100% erreicht, sondern dieser Stolz auf das, was man da leistet in diesem Beruf, in vielen Berufen, der muss schon auch wirklich verinnerlicht werden und hat nicht nur mit den monetären Gesichtspunkten etwas zu tun. In der Corona-Krise tritt nach meinem Eindruck verstärkt etwas hervor, was wir in den letzten Jahren schon in unserer Gesellschaft gemerkt haben. Kräfte, die sich Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus auf die Fahnen geschrieben haben, jetzt auch zuletzt Verschwörungsfantasien. Im Lichte dieser Beobachtung der Entwicklung der letzten Jahre, aber was auch durch diese Pandemie sich in den Vordergrund gespielt hat, viele stellen sich die Frage, ist denn unsere Demokratie krisenfest? Und ich will diese Frage gleich mal zuspitzen. Ist unsere Demokratie denn auf Dauer gefestigt? Also Demokratie ist ein großes Geschenk oder eine große Gabe, aber es ist auch eine ständige Aufgabe, daran zu arbeiten und das, was wir als selbstverständlich erachten, auch immer wieder zu verteidigen und zu erkämpfen. Und das muss in Generationen auch immer wieder erarbeitet werden. Menschen, die älter sind, wie meine Elterngeneration, für die war eine solche Demokratie nicht ganz selbstverständlich, die haben den Zweiten Weltkrieg miterleben müssen. Und wenn Sie noch ältere fragen würden, die haben das ganz anders erlebt. Menschen, die in der DDR aufwachsen mussten oder in Ländern, die halt eben anders regiert werden, die haben einen ganz anderen Bezug zur Demokratie als jemand, der jetzt seit 1995 in Bayern geboren worden ist. Und das ranzubringen, dass es nicht selbstverständlich ist, ist zum Beispiel auch eine Aufgabe, der ich mich verschrieben habe. Das ist das eine. Das zweite ist, diese Verschwörungstheorien, die beschäftigen mich natürlich auch. Und ich glaube schon, dass ein Medium ganz wesentlich dazu beigetragen hat, das zu forcieren, nämlich die Frage der sozialen Medien. Auch mit der ganzen Verbindung mit den Algorithmen, dass ich dann immer wieder meine eigene Meinung sozusagen in meiner eigenen Blase verstärkt bekomme und dann irgendwann wirklich glaube, dass es die Realität umso wichtiger ist, dass wir nach und nach wieder dazukommen, mit realen Menschen auch uns auszutauschen und mit einem Querschnitt der Bevölkerung, jetzt hätte ich fast gesagt, an einem großen Stammtisch, wo halt die unterschiedlichsten Gruppierungen auch zusammenkommen oder auf dem Wochenmarkt oder wo auch immer, wo man dann seine Meinung, seine eigene Filterblase wieder verlassen muss. Das ist das eine. Und dauernd daran anzuarbeiten, dass den Menschen erklärt wird, das, was da drin steht, ist nicht automatisch immer wahr oder verifiziert. Deswegen sind schon Qualitätsmedien für mich auch noch etwas, wofür man sich hinstellen muss, ganz zwingend, die halt auch kritisch hinterfragen, die auch Faktenchecks haben und nicht nur das, was möglichst viel in der großen Masse auf mich einströmt, dass es automatisch durch die Masse wahr wird. Wir sind in einem Gedenkjahr. Wir gedenken des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Wir haben gesellschaftlich in vielen Institutionen bis in die Kirchen hinein viele Bildungsprogramme, viele Präventionsmaßnahmen seitens des Staates gegen Rechtsradikalismus, gegen Rassismus und Antisemitismus. Dennoch erstarken diese Kräfte, sind die ganzen Präventions- und Bildungsprogramme hinfällig? Wo müsste man denn ansetzen? Also natürlich ist Bildungsarbeit auch von Ihrer Akademie natürlich ganz wichtig, das Bewusstsein zu schärfen und diesen Verschwörungstheorien dann klare Fakten entgegenzusetzen. Aber es ist halt auch schwieriger, einer Generation, die jetzt einfach weit, weit weg ist von den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs oder auch keine Nachkriegsgeneration ist, wie ich das bin, immer wieder das zu übersetzen und diese Frühwarnzeichen, die da kommen, auf die aufmerksam zu machen. Und deswegen ist das Thema Rassismus und jetzt auch wieder leider Antisemitismus einfach für mich, da schrillen alle Alarmglocken, wenn man immer versucht, einen einfachen Sündenbock für alle Probleme dieser Welt zu suchen, meistens nicht bei sich selbst, sondern immer bei den anderen. Und da muss man einfach wachsam sein und frühzeitig sozusagen sich zu melden und frühzeitig das zu thematisieren und nicht totzuschweigen, sondern ranzugehen und auch zu sagen, da genau muss man aufpassen und im Zweifelsfall auch klare Kante zu zeigen. Zum Wesen der Bundesrepublik Deutschland gehört eine funktionierende Zivilgesellschaft.
wie wichtig die Funktion einer Zivilgesellschaft ist, erlebt man in Ländern, in denen die zivilgesellschaftlichen Kräfte an den Rand gedrängt werden oder gar bekämpft werden. Zur Zivilgesellschaft gehören ganz unterschiedliche Elemente, Vereine, Verbände, Institutionen wie etwa die Kirchen, Bürgerinitiativen. In der Corona-Krise ist ja nicht nur die Wirtschaft zum Stillstand gekommen, sondern auch die Zivilgesellschaft. Nun gibt es für die Wirtschaft Hilfsprogramme wieder auf die Beine zu kommen, bräuchte es womöglich auch Hilfsprogramme, um der Zivilgesellschaft wieder auf die Beine zu helfen? Und wenn ja, wie könnten, müssten die aussehen? Ja, meistens sind die ja wirklich sehr ehrenamtlich und durch Spenden sozusagen finanziert. Deshalb ist schon auch wichtig, dass die Wirtschaft wieder irgendwann läuft und damit diese Unterstützung auch dementsprechend möglich ist. Wir haben ja auch viele Unterstützungsmaßnahmen für unterschiedliche Gruppierungen, auch von Seiten des Staates, die laufen natürlich weiter. Aber das Engagement, das da ist, das werde ich durch Geld auch nicht erkaufen können. Das sind ja ehrenamtlich Tätige, sondern da muss ich einfach das Bewusstsein und das Zuversicht auch wieder sozusagen nach vorne bringen, dass ich wieder zu den Leuten rausgehe. Ich kann 25.000 Videoschalten machen, aber ich muss dann auch wieder die direkten Begegnungsmöglichkeiten im Rahmen der Hygienemaßnahmen auch ermöglichen und das austauschen. Das ist eigentlich das A und O, von dem lebt die Zivilgesellschaft. Und auch da nochmal den Hinweis, auch das schätzt man erst, wenn man eben weiß, wie es anders ist. Also, dass man in einem Land leben muss, wo man nicht seine Meinung frei äußern kann. Und bei uns kann ja jeder alles sagen. Also, gibt es keine wirklichen Einschränkungen, also das ist natürlich kriminell, das geht nicht, aber sonst kann ich meine Meinung wirklich frei äußern gegenüber der Regierung, gegenüber jeder Partei, gegenüber jeder Institution, und das ist schon ein ganz, ganz, ganz großes Plus in unserem Land, von dem lebt unser Land letztendlich auch. Das kostet nichts, da muss man sich nur trauen. Jede Krise bringt das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Vordergrund. Gerade auch die Corona-Pandemie. Wie stark ist denn der gesellschaftliche Zusammenhalt oder wie stark ist er womöglich gefährdet? Darüber wird ja auch leidenschaftlich diskutiert. Wie erleben Sie diese Debatte und welches Bild von Gesellschaft haben Sie vor Augen? Also auch da gibt es wieder zwei Seiten. Die eine, die diese Krise ausnutzen, um mit ihren Verschwörungstheorien die Gesellschaft zu spalten und auseinander zu dividieren, aber ich habe den Eindruck, dass weit, weit, weit überwiegend die Bevölkerung dagegen resistent ist, sondern ganz im Gegenteil, sogar eher das Miteinander wieder mehr Rolle gespielt hat, dass auf einmal Menschen, die sich sonst nicht begegnet haben in der Nachbarschaft, für ältere Herrschaften gesorgt haben, einzukaufen, wenn die in Quarantäne gewesen sind, sich gegenseitig unterstützen in unterschiedlichsten Weisen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was ganz was Besonderes war, wo man sich zusammen, also wo man wieder ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat bei der weit überwiegenden Zahl der Bevölkerung. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen, dass das noch funktioniert und dass man manche Sachen, die man eben sonst so selbstverständlich sieht, diese gegenseitigen Kontakte wieder ganz anders schätzt, auch die familiären Bindungen ganz anders schätzt, wie man das vielleicht vorher hatte. Ich will beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt nochmal nachhaken. Es gab ja in den letzten Jahren auch immer wieder Stimmen, die sozusagen das Thema der Migrationsgesellschaft dahingehend problematisierten, dass sie sagten, diese Vielfalt überfordert unsere Gesellschaft. Nun habe ich gelesen in einer Studie der Bertelsmann Stiftung, dass die wachsende kulturelle Vielfalt das gemeinschaftliche Miteinander überhaupt nicht schwächt, aber es gibt andere Entwicklungen, die unser gesellschaftliches Miteinander schwächen, nämlich Armut, Jugendarbeitslosigkeit und Überalterung. Jedenfalls kann man das in bestimmten Gegenden ablesen. Wie bewerten Sie denn solche Ergebnisse? Also solche Ängste sozusagen, die resultieren natürlich oft auch aus wirtschaftlichen Situationen, dass ich Angst habe um meinen Arbeitsplatz, Angst, weil ich meinen eigenen Standpunkt vielleicht gar nicht so selbst weiß und wo ich stehen kann und deshalb mit dem vermeintlich Fremden nicht so umgehen kann. Aber Bayern hat es meines Erachtens in vielen, vielen Stationen immer wieder gezeigt, dass das hervorragend bei uns funktioniert hat. Also Bayern hat 6 Millionen Einwohner gehabt, jetzt sind wir bei 13 Millionen. Und die sind nicht durch Geburtensteigerung gekommen, sondern durch Zuzug. Und das kann von Hamburg genauso kommen, als wie von einem europäischen Nachbarstaat oder auch aus der ganzen Welt. Und es gibt Städte in Bayern, nehmen wir es mal Augsburg, mit Spitzenreiter 40% nicht aus Augsburg stammen, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht. Und die haben das auch geschafft, weil wir eine sehr liberale Gesellschaft grundsätzlich sind, leben und leben lassen, aber auch wissen müssen, und das finde ich, das ist einfach das Wichtige, wo sind selbst unsere eigenen Werte, unser
Koordinatensystem in Bayern. Und da muss man die Menschen auch mitnehmen, nicht assimilieren, sondern sagen, wir leben dieses Leben und wir lieben dieses Leben, kommt und macht mit uns das auch zu gewährleisten. In jeder Gemeinde haben sie eine ganz breite Mischung von unterschiedlichsten Menschen, die zu uns gekommen sind, und die müssen sich auch bei uns wieder beheimatet fühlen. Wie es aussieht, kommt Deutschland im Augenblick mit dieser Corona-Pandemie besser zurecht als viele andere Länder in Europa, aber auch im weltweiten Maßstab. Ich will mal zunächst Sie fragen, wie Sie die nächsten Wochen sehen. Wir haben jetzt Sommer, Sonne, Ferien, aber natürlich schauen einige dann schon auf das nächste Schuljahr. Wird den Regelbetrieb wieder möglich sein? Menschen kommen aus dem Urlaub. Droht uns womöglich eine zweite Welle? Wie ist denn Ihre Prognose, ich sage jetzt mal so, bis zum Jahresende? Das ist immer so schwierig mit Prognosen, vor allem wenn sie in der Zukunft liegen. Man weiß es halt schlicht und ergreifend nicht genau, aber man hat viel gelernt jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wie man damit auch umgehen kann und schnell reagieren kann. Und man versteht das Virus ja eigentlich immer besser. Und deshalb sind diese ganzen Mechanismen mit diesen 7 Tagen, wo man sagt, mehr als 50 Infektionen, sind sie in einer geschlossenen Region sozusagen, oder ist es breiter gestreut, kann man das nachvollziehen. Also man hat ganz, ganz viel gelernt, und deswegen glaube ich, egal was passiert, wir können schneller, besser und effektiver und angepasster reagieren. Also das ist mal die gute Nachricht. Was dann kommt, wird sich wirklich in der Tat im Herbst herausstellen. Also sprich, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen, wenn die kältere Jahreszeit kommt, wenn eben nicht die Leute so viel im Freien sind wie jetzt, wenn die Durchlüftungsmöglichkeiten wegen den Aerosolen halt nicht mehr so gegeben sind, dann wird sich schnell herausstellen, ob das jetzt wieder sozusagen um sich greift. Ich hoffe es nicht. Und wenn es kommt, dass wir es wirklich sehr schnell lokalisieren und eingrenzen können. Und deswegen glaube ich, sind diese Maßnahmen, die man jetzt gefunden hat, die sehr lokal und sehr angepasst sind, auch die besseren, dass die Menschen das auch besser verstehen. Dass man jetzt nicht sagt, ich sperre jetzt einfach ganz Bayern zu, bloß weil jetzt in Tutzing etwas passiert und in Kam ist überhaupt nichts gewesen, das versteht keiner mehr. Aber wenn ich sage, okay, es ist jetzt in Tutzing wirklich ein Problem und es hat schon ausgegriffen, dann verstehen die Leute das auch. Und ich habe den Eindruck, dass die weltweit überwiegende Mehrheit das auch akzeptiert hat. Also die Umfragen sagen es zumindest. Laut sind diejenigen, die damit nicht einverstanden sind, aber Lautstärke ist noch nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Also es zeigt sich eigentlich, dass mit dem Tempo und mit den Maßnahmen, die auch der Ministerpräsident und sein ganzes Kabinett vorangebracht haben, die weit überwiegende Mehrheit wirklich auch heute noch sehr zufrieden ist. Mit meiner Frage nach der Perspektive für die nächsten Monate ist ja eigentlich die viel weitergehende Frage verbunden, nämlich die Welt nach Corona. Schon relativ früh zu Beginn der Krise sind viele Hoffnungsbilder gezeichnet worden. Die Welt nach Corona könnte sozialer, ökologischer, fairer sein. Kommen wir gestärkt aus dieser Krise, ist eine Frage, die sich viele stellen. Was ist denn, wenn wir doch den Blick in die Zukunft werfen, sozusagen Ihre Vision, Ihr vielleicht auch Ihr Wunsch, wie es denn sein sollte? Also zum einen, glaube ich, hat man manche Sachen oder wird man manche Sachen überdenken, was brauchen wir wirklich existenziell zum eigenen Leben und was ist vielleicht mehr die regionale Steuerung auch wichtig, sage ich als Stichwort Krankenhäuser. Hätten wir unsere vielen Krankenhäuser, die rein betriebswirtschaftlich gar nicht so gut beäugt worden sind, nicht gehabt, hätten wir vielleicht das eine oder andere nicht so abfedern können. Wir reden anders über Fragen wie mit der Eigenversorgung mit Medikamenten. Können wir uns auf die weltweiten Warenströme wirklich zu 100% verlassen oder brauchen wir nicht eine Grundversorgung bis hin zu Masken, die man dann auch schnell selber herstellen muss? Also viele solche Sachen, glaube ich, werden wieder anders beurteilt als vor der Krise, wenn man das sieht in diesem Bereich. Und es wird sich, finde ich, viel auch im wirtschaftlichen Bereich dahingehend ändern, dass ganz andere Formen des Arbeitens auch normal sind. Wer hätte denn im Januar sich zu prognostizieren trauen, dass so viel und so schnell umgestellt werden kann in der Digitalisierung, mit Videokonferenzen, weniger Bewegungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, sondern Notwendigkeiten. Und ich habe mir das oft gedacht, wie effektiv das manchmal jetzt mittlerweile runtergeht, dass ich nicht stundenlang im Auto sitze, bis ich irgendwo hinkomme oder im Flugzeug, um dann eine halbe Stunde bei einer Sitzung teilzunehmen, sondern das wird meines Erachtens da viel verändern, bis hin Homeoffice und viele andere Bereiche auch. Das wird massiv meines Erachtens Einfluss haben. Und was wiederkommen wird,
ist das Thema Nachhaltigkeit mit Sicherheit, das spielt dann da auch ein bisschen rein, dass das nicht in den Hintergrund kommt, sondern dass die Grundlagen unseres Zusammenlebens, und das hat natürlich auch was mit der Schöpfung zu tun, wenn wir schon bei der Evangelischen Akademie sind, dass auf das wieder auch mehr geachtet wird. Und gerade diese Bewegung jetzt mehr raus in die freie Natur, mehr back to the roots, wie man so schön sagt, das wird auch was mit den Menschen verändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Meine letzte Frage am Ende unseres Gesprächs. Im Sommer mag noch niemand an Weihnachten denken, aber ich habe mal nachgehört, was Sie in Ihrer Weihnachtsbotschaft 2019 sagten, und die steht ja für 2020 bevor. Wenn ich es richtig auf den Punkt bringe, haben Sie sich damals für Dialog und Kompromiss als Basis der Demokratie ausgesprochen und dafür geworben. Was sind denn jetzt schon für Stichworte, die Sie zur Vorbereitung notieren für die Weihnachtsansprache 2020? Ja, wir werden mal schauen, was bis dahin noch alles passiert, weil ein halbes Jahr ist mittlerweile schon eine sehr, sehr lange Zeit, und wenn Sie sagen, Weihnachtsansprache, letztes Jahr hat ja noch keiner gedacht, was jetzt dieses Jahr Weihnachten sein könnte. Aber ich glaube, eine der wichtigen Botschaften ist wirklich hier die gemeinsame Solidarität, die gemeinsame Rücksichtnahme. Es geht eben nicht nur um mich, sondern es geht auch um andere zu schützen. Also klassische Solidarität. Auf der anderen Seite die vielleicht aufkommende Wut auch anzusprechen, die bei den Menschen halt jetzt schon da ist, und dafür mehr den Mut für die Zukunft wieder entgegenzusetzen, die Zuversicht auch das gemeinsam zu gestalten. Ja, und vielleicht auch ein Stück weit stolz drauf, wie dieses Land das eigentlich dann auch gemeistert hat. Wenn man in andere Länder sieht, kann man über diese Gemeinschaftsleistung, glaube ich, schon auch stolz sein. Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen viel Erfolg, für Sie persönlich alles erdenklich Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war der Rotunde Talk aus der Evangelischen Akademie Tutzing. Heute mit der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.